Die folgenden Aufnahmen zeigen Rech im Ahrtal 2 Wochen nach der verheerenden Flut. Und ihr seht, es ist immer noch kein gutes Durchkommen. Man muss schon durch den Weinberg hier fahren, um nach Rech zu kommen. Dort sind auch die Brücken soweit alle zerstört. Die Bundeswehr hat wohl schon eine Behelfsbrücke gebaut, aber es ist noch alles ziemlich zerstört. Bis hier im Ahrtal wieder alles aufgebaut ist, sodass es annähernd so aussieht, wie es vorher mal war, wird es wohl noch Jahre dauern. Mit den folgenden Aufnahmen, die 2 Wochen, wie gesagt, nach diesem verheerenden Hochwasser aufgenommen wurden, möchten wir euch dann auch alleine lassen und die Geschehnisse hier weiter gar nicht dokumentieren. Das ist alles traurig genug. Und schaut einfach euch die Aufnahmen von diesem eigentlich ursprünglich sehr schönen Ort an. Thank you.
Im Folgenden zeigen wir euch Aufnahmen aus Rech im Ahrtal. Rech hat es bei dieser Flut, bei diesem Hochwasser recht schwer getroffen. Wir fahren hier gerade aus Richtung Dernau kommend und müssen hier auch, weil noch hier der Einbahnstraßenverkehr ist, durch die Weinfelder fahren. Und ihr seht, hier ist es eigentlich auch schon relativ weit weg von der A, aber auch hier stand das Wasser und es hat auch hier einiges zerstört. Wir fahren also durch die Weinfelder in den Ort Rech. Dort werden wir euch zeigen, wie es aktuell aussieht, und ihr werdet dann auch relativ schnell erkennen, dass hier noch einiges zu tun ist. Wir fahren hier über Behilfsbrücken, weil die Brücken an sich, die existieren gar nicht mehr, genauso wie viele Häuser auch gar nicht mehr existieren. Hier vorne geht es dann gleich links runter in den Ort, vorbei an Bahnschienen, die, ja, ihr seht, dass jetzt hier auch nicht mehr wirklich da sind. Das ist hier mittlerweile eine Behilfsstraße, und da vorne geht es gleich links, und dann seht ihr auch das tatsächliche Bild, wie das Wasser hier gewütet hat, und es fängt quasi jetzt an. Hier seht ihr direkt die Bundeswehr vor euch, eine Behilfsbrücke, nur auch im Einbahnstraßenverkehr zu befahren, und ja, hier steht erstmal nichts mehr. Wir fahren nun einmal zu der einen Behilfsbrücke, die ist in ein paar Metern rechts, und zeigen euch da mal bei einer Fahrt durch Rech, wie es aktuell ausschaut, fahren dann gleich über die Behilfsbrücke der Bundeswehr wieder zurück und dann weiter A aufwärts. Ansonsten lassen wir euch jetzt auch mit diesen Aufnahmen hier alleine. Die müssen auch nicht weiter kommentiert werden, denn wie es hier ausschaut und aktuell wie die Lage ist, das erkennt ihr auf dem ersten Blick.
Die folgenden Aufnahmen zeigen den Weinort Rech an der Ahr ungefähr ein Jahr nach der verheerenden Flutkatastrophe. Photographic memory welded in my mind. It takes me back to April 5th, 1999. You were standing on the front porch with a suitcase to the right. And as you bent to pick it up, you said the word goodbye. And this photographic memory, well, it's like a sharpened blade. Well, it cuts right to the heart. I feel it every day. And girl, I'll give you credit for this absolute one truth. I'll never lose this photographic memory of you. And this photographic memory, well, it always lets me see your broken smiles and give up eyes and your makeup smeared cheeks and your tears are dripping on the porch like a 5-year-old leaf. And then I followed you to your car and sadly watched you leave. Well, and this photographic memory, well, it's like a sharpened blade. Well, it cuts right to the heart. I feel it every day. Well, girl, I'll give you credit for this absolute one truth. I'll never lose this photographic memory of you. I'll never lose this photographic memory of you.
Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.